Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within 2. Ich habe zu der letzten Folge und der heutigen Folge einen Tag, würde ich sagen, nochmal Pause gemacht. Das heißt, die am Samstag rauskamen, habe ich auch am Samstag aufgenommen. Jetzt haben wir Sonntag. Ich hatte nicht so große Lust auf Horrorspiele. Ich wollte was anderes spielen die ganze Zeit schon. Ja, aber heute geht's weiter. Geben wir mal den Auftrag ab. Mal gucken, ob wir auch aufnehmen. So. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Da muss ich raus. Zum Theater. Immer auf M drücken, aus Gewohnheit. Da bin ich hin. Nee, da ist nichts für welche. Wenn man keinen Bock hat auf eine direkte Konfrontation, macht man es eben so. Scheiße. Nicht mehr. Doch, da sind noch welche. Okay. Ich glaube, es sind nur zwei. Genau. Deswegen machen wir vom Weiten platt. Haben wir nicht noch eine Axt? Ja, wir haben noch eine Axt. Also zur Not können wir noch die Axt im Walde sein. Das ist ja schon mal. Ich hätte vielleicht eine Klippe, deswegen kann ich mal nachgucken. Ja, was ich sozusagen vermeiden kann, so einen direkten Angriff vermeide ich jetzt erstmal. Oh man. Ich wusste, sie schaffen. Der Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen.
ich hätte nur Sprung. Nee, brauchen wir auf jeden Fall. Oh, Handfeuerwaffe mit Schalldämpfung. Diese automatische Pistole besitzt einen Schalldämpfer, der die Schussgeräusche dämpft, dadurch aber auch weniger Schaden verursacht. Bei wohlüberlegten Gebrauchen lassen sich einzelne Gegner von. Ja. Bin schön. Ja. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Jetzt kommt der schwierige Teil. Schaffen Sie das? Aus Union verschwinden? Wie schon gesagt. Ich werde es versuchen. Aber ich muss mich durch Unmengen von Daten wühlen, bevor ich überhaupt anfangen kann. Hoffentlich schaffe ich es, bevor das hier alles nur noch aus Geröll und Gedärm besteht. Das wird eine Weile dauern. Wenn Sie aus Union entkommen, was dann? Wenn ich lebend aus dem Mobius-Gebäude rauskomme, deaktiviere ich erstmal meinen verdammten Chip. Chip? Ja. Jeder bei Mobius hat einen subdermalen Chip im Kopf. Sowas wie eine RFID. Nur viel weiter entwickelt. Und ich meine jeden. Vom Verwalter bis zu dem Typen, der die Toiletten putzt. Das machen Sie freiwillig mit? Sie sagen es so. Mitgliedschaft bietet Privilegien. Dieser Chip kann einem eine Menge Türen öffnen. Der Nachteil ist, dass Sie mir damit das Leben zur Hölle machen können, wenn Sie glauben, dass ich nicht gehorche. Darüber können Sie sich Gedanken machen, wenn Sie hier raus sind. Ich wäre auch daran interessiert, hier zu verschwinden. Nur zu gerne. Aber ich werde nicht auf Sie warten. Ich verschwinde, sobald ich einen Weg gefunden habe. Sie sollten hier bei mir bleiben und warten, bis ich es hinbekomme. Auf keinen Fall. Ohne Lilly gehe ich hier nicht weg. Wenn Sie sie finden, wird der Ort theoretisch wieder hergestellt und Sie kommen raus. Ich würde aber gerne mit Lilly durch die Hintertür raus. Mobius will sie einfach wieder an den Stamm anschließen. Und wer weiß, was sie mit mir vorhaben. Wenn wir raus könnten, wenn sie nicht hinsehen. So oder so, ich habe eine Menge zu tun. Sonst benutzt niemand die Hintertür. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. Melden Sie sich, bevor Sie gehen. Geht klar. Viel Glück. Oh. Speichern da. So. Jetzt haben wir ja nur noch diesen meinen Auftrag, und das ist halt ja. Oh. Immer mit Mausklick aktivieren und oh, nervig. Ah, genau. Ich weiß, was ich noch nicht wollte. Weil ich gerade die Klickchen höre. So, 200 Teile. Warte. Dann. Nichts machen. Einen stellen wir noch her. Okay, da kann man nichts mehr machen. Und bei der Waffenverbesserung haben wir doch noch. Die anderen werden gar nicht angezeigt, oder? Hm, ich dachte, die anderen werden auch angezeigt. Okay. Eigentlich bei Handfeuerwaffen nutzt man eigentlich sehr oft, sehr gerne. Okay. Auf 400.
Okay. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Die Zeit zwischen den... Boah, da können wir ja noch gar nichts machen, wenn wir mal gar nichts mehr machen. Boah, jetzt aber. Problem ist bei den Bolzen, ich habe den im ersten Teil ja gern genommen, während ich jetzt hier im zweiten Teil eher weniger nehme, weil mir da diese Zielhilfe da ein bisschen fehlt. Ich meine, ich weiß nicht, ob man die eventuell noch nachträglich einfügen kann. Wenn ja, müsste ich mal nachgucken, wie, weil ich hätte sehr, sehr gerne wieder dabei. Ich habe eben noch auf die Zeit geguckt, also nicht wundern, wenn ich so mal runtergucke. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ich helfe Ihnen. Danke. Haben wir da was? Okay. Gucken wir mal hier. 8000. Steigert die maximale Lebensanzeige. Könnten wir machen, ja. Steigert Maximum, ja, könnte man machen. Du hältst die Fähigkeit benommen, Gegner wegzutreten. Funktioniert nicht bei allen Gegnern. Angriffe darunter, Angriff mit Waffen, die Messer und Ängste verursachen mehr Schaden. Noch geringer Rückstoß vom Schießen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Synaptischer Fokus. Drücke G beim Zielen, um mich zu konzentrieren und die Zeit zu verlangsamen. So. Das langt. Den Rest müssen wir aufheben. Mal ganz kurz in den Einstellungen gucken. Spielhilfe. Ne, das war die eine. Ego-Perspektive, unendlicher Ausdauermodus, Stärkenmodus. Genau. Vibration geht bei der Maus sehr schlecht, Entschuldigung. Nee, okay. Okay, hier können wir nichts machen. Ja, cool. Falsch. Oh, ich hab da ja nichts. Deswegen. Ah, oh, mit dem. Mir hier erstmal fertig. Hoffentlich treffe ich die Olle nicht, die Geistertroller, weil die geht mir am meisten auf den Nerv hier. Und so kommt eigentlich mal so. War sehr interessant. Ja, wollen wir mal zum Theater gehen. Ich freue mich ja so drauf. Mich gar nicht. Okay, ich darf nicht in die Nähe von diesen Wurzeldingens gehen. Halt außen rum. Das erschreckt gerade eben, Mann. Oh, wir haben Blöcke vergessen. 500, yay. Ich brauche 75.000 für das, was ich haben will. Bin ich dahin? Nein. Muss ich dahin? Ja. Oh, aber erst muss ich.
Yay, hier hängen so Einzelteile rum und... Hey! Was zum Teufel soll das hier? Verdammt! Lily ist da drin. Sie haben den Auftritt meiner wunderschönen Obscura nicht gewürdigt. Vielleicht gefällt Ihnen das hier mehr. Hören Sie. Nein! Hilft mir da niemand? Mein bislang größtes Werk steht bevor. Aber Sie sind es nicht wert, es zu bestaunen. Nicht bevor Sie lernen, meine Kunst zu respektieren. Hören Sie sich Ihre Schreie an, die Echos meines Werks. Kunst respektieren, was? Es wird Zeit, Hoffmanns Theorie zu testen. Ich weiß, ich will dazu nicht allzu viel sagen, das ist echt typ, boah. Tue der Kleine was an, dann tue ich ihm was an. Das ist ganz Böses. Ich will das auch noch markieren, Menschenskinder. Arschloch da. Wenn ich ihn sehe, kalt. Eiskalt. Kälter als kalt. Wegen dem Trockengeheiß. Okay, müssen wir dahin. Kommen wir dahin, wo wir hin müssen? Ach, hol dein Backen. Vielleicht wieder jede Menge von Aliens gerade sagen. Zombies wahrscheinlich. Oder was auch immer das für Viecher sind. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht richtig. Ich würde sagen, Zombies halt einfach. So würde ich sie zumindest sehen. Weil lebend ist das nicht mehr. Ein Haus, okay. All die Backen. Soll mich gerade ein bisschen schweigsamer bin, ja, schweigsamer, ich versuche mich so zu konzentrieren und weniger zu quatschen dabei. Ich bin voll. Alter. Das ist also seine Kunst? Das ist nur ein Foto. Dann wollen wir mal loslegen. Abgeschlossen.
Ich muss einen Schlüssel finden. Das habt ihr aber auch gesehen, oder? Okay. Wir werden das erst in der nächsten Folge erkunden, was es ist. Ja. Es wird wahrscheinlich sehr lustig werden und wahrscheinlich sehr tödlich. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!